Auf der abgelegenen Insel Londram bereiten sich zwei Brüder darauf vor, nach Acholos aufzubrechen, in der Hoffnung, den Fängen des Krieges zu entkommen. Sieht aus, als wären wir bald da. Woher willst du das wissen? Ich habe gehört, wie der Kapitän seiner Mannschaft Befehle erteilt hat. Sie sind dabei, den Anker zu werfen. Hallo, mein Name ist Marvin, wie bist du? Oh Mist, wo habe ich ihn nur hingetan? Alles in Ordnung? Ja, ich. Nein, nicht wirklich. Ich bin Timo und ich hoffe einfach, dass wir bald ankommen. Hallo, wie geht's dir? Schlecht. Ich bin zum ersten Mal auf einem Schiff und kann es bald nicht mehr aushalten. Es schaukelt und schaukelt ohne Ende. Mir ist übel. Was ist, wenn wir gegen einen Felsen stoßen und sinken? Ich kann nicht schwimmen. Wie soll ich denn zurechtkommen? Ich habe vor, dort ein nettes Geschäft zu eröffnen, weit weg von diesen lästigen Orks. Nun und nebenbei könnte ich dort noch einen guten Mann für meine Tochter finden. Sie ist mein größter Schatz und ich bin bereit, alles zu tun, um sie glücklich zu machen. Ehrlicher Mann. Bis zum Ufer ist es noch ein ganzes Stück. Wir können nicht näher ran. Sandbänke und Messerscharfe Felsen liegen vor uns. Und sogar wenn Bilja selbst mich verfluchen würde, würde ich mich nicht weiter nähern. Ihr habt recht. Ihr solltet laut Abmachung eine Überfahrt bekommen, die euch sicher zum Ufer bringt. Aber einer von euch hat beschlossen, die vereinbarte Zahlung für diesen Komfort an sich zu nehmen. Timo, warum erzählst du uns nicht allen, was Sache ist? Oh, Timo! Was? Ich bin kein Dieb. Ich habe dich mit Essen versorgt, mit Getränken, nahm dich unter meine Fittiche und im Gegenzug fällst du mir so in den Rücken. Aber als ich auf das Schiff kam, hatte ich ihn dabei. Jemand muss ihn mir gestohlen haben. Bei Innos, ich schwöre. Timo. Viel Spaß beim Schwimmen, ihr Landkarten. Wir hätten die Schatulle jetzt haben können. Okay, jetzt gehen wir alle ins Wasser. Springen wir gemeinsam runter. So, und jetzt müssen wir irgendwie ans... Jetzt müssen wir auch schwimmen. Aber Ezekiel ist nicht Leben tot. Lang habe ich Gewinn und Verlust gezählt. Münze um verdammte Münze. Ich wachte über sie wie ein Habicht, weil ich Angst hatte, sie zu verlieren und mein Unternehmen scheitern zu sehen. Ich war so sehr darin gefangen, dass alles andere für mich keine Bedeutung mehr hatte. Ich wollte sicher gehen, dass die Münzen in Sicherheit waren, aber meine eigene Tochter konnte ich nicht beschützen. Nur Leichen. Oh, naja. Während du an Land gekrochen bist, hatte ich Zeit, etwas zu kundschaften. In der Nähe gibt es eine Höhle, in der sind wir erst einmal sicher. Wir sollten weitergehen. Was glaubst du, wo du hingehst? Kennst du dich hier überhaupt aus? Ich nehme dich nicht und ich habe keine Lust, im Bauch von irgendeinem Vieh zu landen. Ich war als Kind schon einmal auf Acholos. Außerdem konnte ich vom Schiff aus die Mündung des Flusses sehen. Es kann nicht mehr weit sein. Wenn wir daran entlanglaufen, müssen wir auf das Dorf Silber stoßen, wo unser Onkel lebt. Ich komme mit dir, Bruder. Ich wusste, du würdest die richtige Entscheidung treffen, kleiner Bruder. Kommt sonst jemand mit uns mit zum Dorf? Okay, ich verstehe. Hoffentlich sehen wir uns bald alle im Dorf wieder. Okay, der Jorn, der darf uns nicht wegsterben, der Jorn, das ist gefährlich. Na, der stirbt sowieso nicht, guck ihn doch mal an, der hat mehr Leben als wir gemeinsam. Jetzt redet er wieder. Oh, scheiße, es hat mich ziemlich erwischt. Verdammtes Mist. Oh, der hat sich schwer verletzt. Alles okay? Ja, es ist nur ein Kratzer. Wer treibt sich des Nachts da draußen rum? Los, antwortet mir. Der redet anscheinend nur mit einem. Denk daran, wir sind hier nur zu Gast, also benimm dich. Oh. Jetzt sind hier neue NPCs. Was ist los? Okay. Verzeih mir, dass ich dich so früh wecke, aber der Rest deiner Gefährten ist gerade im Dorf angekommen. Sie haben uns genau dasselbe erzählt wie du, also haben die Dorfwachen sie ohne große Probleme reingelassen. Okay, jetzt sind also unsere Kumpels alle da. Ach, da rein muss ich, oder? Okay, da oben ist ein Keiler. Hier ist eine Leiche. Eine Magierleiche. Was ist denn hier noch? Da ist ein Zauberer gestorben. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Hallo und herzlich willkommen zu Gothic 2, die Chroniken von Myrtana Arcolos. Ich will Fell abziehen jetzt. Ich brauche Felle. Da oben ist noch was, guck mal. Wir gehen jetzt hier hoch, wir klettern mal hier hoch. Hier ist ein Apfel, irgendwas ist hier zu essen. Eine Heilpflanze. Jetzt gehen wir mit dem Bogen ran und schießen uns mal die ersten Felle frei.
Das ist ein Scavenger. Den machen wir so. Krallen rausnehmen habe ich noch nicht gelernt. Aber ich habe gerade Geschick verbessert gehabt, oder? Also irgendwas hatte ich jedenfalls verbessert. Ich kann da auch schon nach vorne schlagen. Nee, kann ich nicht. Guck mal. Jetzt habe ich Glück gehabt. Wir haben nur rohes Fleisch bekommen. Okay. Ich kann nicht nach vorne schlagen. Vielleicht kann ich das später irgendwann. Vielleicht lernt sich das noch. Was bist du denn? Ein Wolf. Okay, zwei Pfeile haben gereicht. Und wir haben Wolfsfell. Wir haben die erste Tiertrophäe geerntet. Sagt man das so? Geerntet? Ich glaube, das sagt man so nicht. Dann werden wir gleich mal dabei bleiben mit dem Bogen. Ha! Natürlich bleiben wir bei Bogen. Aber sowas von. Und wie ich jetzt bei Bogen bleibe? Am Arsch gehe ich nicht mehr mit der Axt ran, mit der Sense. Das machen wir mal schön. So ziehen wir das durch. Da gehen wir gleich hin. Da oben ist ein Wolf. Ich brauche ja. Wir haben ja gesagt, ich will ja Felle haben. Die sind hier beim Wolf. Am ehesten bei dem. So muss das sein. Huhu. Jetzt sind zwar die Pfeile bestimmt teuer, aber der Köcher war gar nicht so teuer. 25 Pfeile für 50, doch, das war teuer, oder? Obwohl, er kostet ein Pfeil quasi nur 2 Gold. Das war in der letzten Mod, die ich gespielt habe, deutlich teurer. Da war ein Pfeil 5 Gold. Und das hat richtig wehgetan immer. Ein Scavenger-Ei. Okay, wir haben die ersten beiden Wolfsfälle gesammelt. Nice! Was war das? Was ist das? Eine Mutter oder was? Was bist du denn? Ein Waldscavenger? Für 145? Ja, nice. Da bin ich gleich tot. Okay. Meine Damen und Herren, wenn ihr es noch nie gesehen habt, das war ein Waldscavenger. Mir war das auch neu. Müsst ihr euch also nicht schämen. Ich kannte das auch noch nicht. Okay, haben wir eine Chance mit einem Bogen gegen so einen Waldscavenger? Wäre da was denkbar? 145 Energie-Lebenspunkte? Das ist erstmal nicht schlecht. Da oben sieht man den auch, da steht er sogar jetzt, das Waldscavenger. Also ich werde mal jetzt vielleicht langsam machen, einfach, einen Schritt langsamer. Bam, bam. Oh, guck mal, irgendwas. Also irgendwie mache ich jetzt öfter mal einen Crit-Schaden. Kann das sein? Das lief doch die letzten Male noch nicht so gut im Kampf. Ich glaube, da habe ich mich schon ein bisschen verbessert. Wo war das gerade? Wo kam der jetzt her? Wir bleiben jetzt mal hier unten. Da unten sind auch noch zwei Scavengerinos gewesen. Wir laufen mal nicht so weit von der Stadt weg. Ich will einfach nur ein bisschen. Schön wäre ein bisschen Wolf, Keiler, irgendwie, irgendwelches. Die Zeug wäre nett. Komm her, du. Dann bleib doch einfach da hängen. Oder trifft mich. Der trifft mich sogar ganz schön doll. Ich konnte doch nach vorne schlagen gerade eben. Interessant. Guckt euch das Leiden nicht an, ey. Der arme Scavenger, der ist jetzt gefangen. Seine Seele kann nicht übergehen. Mal gucken, ob wir jetzt einfach ein bisschen hier rumlaufen, ob der dann alleine in Ruhe wegstirbt da hinten. Nö. Goblins nicht. Bleibt ihr da, lasst mich in Ruhe. Hat er aufgehört? Was war das? Zum Wolfsbau. Der stirbt immer noch vor sich hin. Was haben wir hier liegen? Ein Ast. Noch ein Ast? Äste sind ganz wichtig hier. So, da ist auf jeden Fall ein Scavenger vor mir.
Mal gucken, ob der da unten mir richtig Geld für Trophäen gibt, so wie damals Bossbar seinerzeit. Ich dachte, sie kommen zu zweit, ne? Ja, die kommen zu zweit! Ah, zum Glück haben sie eine lange Waffe, ey. Das ist gut. Krallenziehen muss ich als nächstes lernen. Wie viele Lernpunkte brauchen wir noch? Ich habe null. Geldtechnisch 8 Gold, aber wir können. Was können wir verkaufen? Was haben wir für Felle? Schafsfell, Wolfsfell, Rattenfell. So, ich nehme mal an, der wird nur Wolfsfell haben wollen. Mehr gibt's nicht. Aber Mist, Keilerfell können wir noch. Schauen wir mal, was es hier noch so gibt an Tieren. Schöner wäre ja auch ein bisschen Heilung eigentlich. Wie ist denn das eigentlich? Kann ich jetzt gebratenes Fleisch? Naja, was soll's. Erstmal halt Wanzenfleisch. Was macht denn das? Scavenger-Ei können wir auch verkaufen. So, wo geht's hier unten hin? So, scheiß Regen, ey, der nervt mich gerade ein bisschen. So, hier unten haben wir ja Rolf gefunden. Hier an dem Steg, da ist das Boot von Rolf. Da hinten sind Lurker. Gegen die machen wir noch nicht, gehen wir noch nicht vor. Ich nehme mal eben kurz die Waffe. Ah ja, Scavenger können wir. Wie dumm, ne? Also wie blöd der ist, dass der einfach den zweiten dann so nah dran und trifft ihn nicht. Oh ja, Wolf, herzlich willkommen. Ah, sehr schön. Haben wir da noch einen Wolf? Na bitte, komm her. Hallo. Bogen ist wichtig. Ich werde ein richtiger Jäger wieder. Das ist wieder wie bei Gothic 2. Bei, was habe ich gespielt? Wie hieß die Livermod? Oder Livermod? Da war ich ja auch Bogenschütze und Jäger. Das machen wir jetzt einfach. Ach, guck mal, der ganze Wald ist voll mit Viehzeug. Was haben wir denn da? Okay, ein Waldräuber. 200? Warum sind denn die so schwer? Alter, nein, warum ist denn das so schwer hier alles? Warum muss das so sein? Okay. Gut. Er lädt immer langsamer. Was ist da los? Können wir mal hier oben gucken? Da ist auch noch irgendwas da hinten. Ja, wir nicht so tief in den Wald rein. Wir können mal hier, guck mal, hier ist eine Höhle, glaube ich, ne? Guck mal da. Was haben wir denn hier hinter der Höhle? Oha, Warane. Da ich von den Waranen nichts hab, lohnt sich's nicht, dahin zu rennen. Das bringt mir ja nichts. Normale Feldräuber hat 80 Lebenspunkte. Krallen ziehen habe ich noch nicht gelernt. Wir müssen in der Nähe erstmal bleiben und Erfahrungspunkte sammeln, um Wölfe, Keiler und sowas zu bekämpfen. Und dann können wir Krallenziehen auch noch rauslernen. Hier haben wir zwei Viecher vor uns. Keiler. Keiler ist gut. Das ist auch wieder Fell, glaube ich, was wir da ziehen können. Da oben ist ein Keiler. Was ist denn hier direkt vor mir? Feuernässe, Eilkraut. Hier unten ist eine Kiste. Ach, da rein muss ich, oder? Okay, da oben ist ein Keiler. Hier ist eine Leiche. Eine Magierleiche. Was ist denn hier noch? Da ist ein Zauberer gestorben. Was ist da unten drin? Goblin-Skelette. Keine Chance, sag ich mal. Feldkönigs. Goblin-Skelette, lass die Ruhe. Da gehen wir gar nicht zu nah ran. Da habe ich gar keinen Bock. Aber da oben ist ein Schwein. Blutfliege? Müssen wir auch noch. Haben wir noch nicht. Haben wir da gelernt, einen Stachel rauszunehmen? Ich glaube nicht. Oh, das ist ein großer Keiler. Oh nein, das ist ein großer Keiler. Oh. Zu schwer für mich. Großer Keiler. Ich brauche einen jungen Keiler, ich brauche einen kleinen Keiler. Das ist zu schwer für mich so.
Den schaffen wir nicht. Das ist eigentlich ist das so ein schönes Spiel, ey. So ein schönes Spiel. Dass die Jugend von heute das nicht spielen will, du. Das verstehe ich nicht. So, okay. Also da oben ist auf jeden Fall kein junger Keiler, sondern ein richtiger Keiler. Da haben wir Gobbleskelett, da haben wir Blutfliegen. Naja, die können wir ja noch. Was ist da drüben? Ein Locker, lass mal in Ruhe. Okay. Bloodfly. Musst du auf die richtige zielen, Idiot. Die tun richtig weh. Das war mir gar nicht bewusst, dass die so weh tun. Ja, und ich kann natürlich nichts rausziehen. Schade. Schade, waren nur Erfahrungspunkte. Es war sinnlos. Hier ist eine Wand. Da ist noch was einzusammeln. Da auch noch. Aber ich bin gleich tot. Muss mal kurz gucken. Ich bin gleich tot. Wie mache ich das jetzt? Wir müssen ja wieder nach Hause kommen irgendwie. Achso, ich kann ja nach Hause teleportieren. Ich kann mich ja teleportieren. Ich muss mich ja nicht gar nicht mit so bösen Viechern hier anlegen. Was ist denn da unten? Goblin-Krieger. Habe ich gerade einen Pfeil runtergeschmissen? Wie dumm ist das denn schon wieder? Noch 87 Pfeile. Das drüben war ein Lurker, hat man gesagt. Ja, da gehen wir nicht ran. Dann gehen wir mal zurück nach Silbach. Ich muss ja nur... Warte mal, ich muss ja nur hier Teleportrune. Ach, guck mal. Ich muss... Ah, das ist eine Rune. Für 200. Den magischen Kreis 1, aber das, die, ich kann ja auch ohne Runen arbeiten, ne? Theoretisch. Auf der 7 haben wir die. Was, zu weit weg vom magischen Kreis? Was? Das ist ja krass. Ich kann also nach Silbach nicht rein teleportieren, weil ich zu weit weg bin. Was macht denn dann die Teleportationsrune für einen Sinn? Das muss mir mal einer erklären jetzt. Okay. Das müssen wir noch lernen, das Ganze. Na gut, okay, dann müssen wir eben uns doch durchkämpfen. Waren hier noch irgendwelche Monster-Rinos? Irgendwas? Schweine wären gut. Schweine. Da unten ist was zum Angreifen. Scavenger nützen mir nicht so richtig, aber Schweinewölfe, das ist gut. Das gibt nämlich Geld. So, was haben wir denn da unten? Blutfliegen, Lurker. Blutfliege. Blutfliege tut mir ein Archipel-Pfeilchen, das ist gut. Archipel oder so, oder Archipel. Weiß nicht, wie sie, keine Ahnung, wie sie es sagen. Die stoßen auf mich, die schlagen auf mich an. Die kommen, glaube ich, hier hoch, ne? Die Blutfliegen. Die können doch hochfliegen, oder? Okay, die hat erstmal getroffen. Hier Blutfliegen. Darf ich wenigstens irgendeine? Guck mal, ich treffe gar nicht. Das war... Oh. Nein! Nein! Mit rein! Ah. Oh, was ist das für ein geiles Bild? Was ist denn das für ein geniales Bild? Leute, was wird hier noch auf uns zukommen? Was wird hier noch auf uns zukommen? Gut, dass er einfach aussieht, ne? Okay, wir gehen mal hier lang. Ich heil mich nicht. Ich heil mich mal nicht. So, okay. Zur Burg, zum Weingut. Da geht's also okay. So in die Richtung. Wir gehen nochmal hinten auf der anderen Seite raus. Wir holen uns erstmal das Viehzeug, was hier in der Nähe ist. Aber wir gucken mal, ob wir dem einfach gleich mal dass die Wolfsfälle geben können. Mal gucken, was da passiert. Warte, Markus? Mal. Ich hab was für dich. Guck mal. Ich habe dir Trophäen mitgebracht.
Ich schätze, du hast vergessen, sie mitzunehmen. Denk dran. Oh, Krallen und Zähne. Ach. Zeit mir. Dann heißt das, dass das sinnlos war. Und guck mal, ein Wolfsfell. Nur zwei. Ein Wolfsfell für zwei. Ich hätte Krallen und Zähne lernen müssen. Das ist doch ein Scheiß. Okay, wir könnten... Nehmen das mal mit, Bogenbau würde mich interessieren. Ja, dann müssen wir halt jetzt irgendwas verkaufen. Ach nee, komm, dann müssen wir jetzt... Das ist ja doof. Das ist ja wirklich blöd. 30 kriege ich nur für diesen Blitz. Wo ist der Ja, es macht also keinen Sinn. Ist also egal. 25 für 50. Wir brauchen das. Und Zähne will er haben. Okay. So. Nun gut, okay, dann heißt das, das war sinnlos, was ich hier gemacht habe. Wir werden erstmal das lernen, wie man einen Bogen baut. Ich verstehe nicht. Ah, okay, er versteht das nicht. Verstehe. Gebratenes Wolfsfleisch, Waldbeere, Salz, Pfeffer. Sehr schön. Verstehe. Beliebiges Fleisch, Kohl, Pfeffer, Salz. Kohl fehlt mir immer. Irgendwie. So, haben wir erstmal wieder schön ein paar Pfeile aufgefüllt. Okay, dann müssen wir jetzt mit Albin reden gehen. Das nützt alles nichts. Gehen wir mal mit Albin reden. Wir können aber mal bei Jill in der Küche kurz probieren, ob wir eins der neuen Rezepte zubereiten können. Die ist ja gerade mit was anderem beschäftigt. Das ist ihr Leibwächter. Vielleicht haben wir auch gleich angegriffen. Ich speichere mal. So, am Herd. Wir braten also erstmal alles Fleisch, was wir haben. Und was habe ich bekommen? Was ist Kochpräferenzen? Okay, keine Ahnung. Man kann wahrscheinlich festlegen, welches Zeug man nicht benutzen will für irgendwelche Sachen, um sich das gezielt zu behalten. Guck mal hier. Jägerschmaus. Viermal herstellen. Kann man einmal der Jill geben. Ansonsten brauche ich Mehl und Essig. Vielleicht verkauft mir ja die Jill Mehl und Essig, aber das kostet viel Geld, das ist teuer. Kann sie ja mal fragen. Du. Ich habe, wonach du suchst. Guck mal doch mal, Jägerschmaus. Hier, für dich. 17 Gold. Aber immer nur einmal halt, ne? Immer nur eins. So. Albin. Alter Erl, wo bist du denn? Albin. Da ist Albinio. Und dann gucken wir mal. Vielleicht kriegt er auf die Mütze. Wir können mal gucken. Meine Gefährten brauchen Hilfe. Meine Gefährten brauchen Hilfe. Früher oder später müsste ich mich sowieso mit ihnen auseinandersetzen. Wir könnten einige Vorräte gebrauchen. Und ich mache keinen Hehl daraus, dass die Bewohner von Silbach uns nicht freundlich gesinnt sind. Tatsächlich, wenn ich könnte, würde ich euch noch heute aus dem Dorf jagen. Aber ich möchte nicht, dass mein Volk unnötiges Blutvergießen erleidet. Adanos gebietet, den Bedürftigen zu helfen, gemäß dieser Weisung. Könntet ihr uns etwas zurückgeben? Wie können wir euch helfen? Es gibt einige Dinge, in denen wir eure Hilfe gebrauchen könnten. Schafe hüten, Mistschaufeln, verdorbene Nahrung oder Tierreste in Kompost verwandeln.
Wenn drei deiner Freunde versprechen, ein Dorf mit anzupacken, werde ich dafür sorgen, dass euch nichts passiert. Na, das ziehen wir noch hin. Ich werde mit ihnen reden, aber ich bezweifle, dass sie glücklich sein werden. Ich sehe, du bist ein vernünftiger Junge. Es wäre besser für euch, wenn deine Kameraden einen ähnlichen Sinn zur Vernunft hätten. Denke ich doch. Also ich denke ja mal, das kriegt man doch wohl hin, oder? Man wird doch wohl in der Lage sein, dass hier drei Leute mithelfen mal. Für die Gruppe. Ne? Also muss man ja, also wirklich mal, also ehrlich mal.